Boah, fuck. Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Part von Assassin's Creed. Ja, ich habe schon mal etwas vorgezockt, dass es schon mal etwas düsterer wird. Und mal sehen, ob wir schon unsere Mission kriegen. Bitte, 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 bitte. Ich will ja nicht noch eine Stunde warten. Ah. Apollodorus. Du da! Willst du mich töten oder kommst du als Freund? Als Freund. Bayek von Siva. Ah, dann hilf mir, bitte. Du bist Ayas Magi, hm? Noch andere Überlebende. Nur Damastes. Sie haben ihn mitgenommen. Und die Schriftrolle? Was ist damit? Damastes hatte sie. Wieso vernichtet dieser Esel sie nicht? Kleopatra schuldet dir viel. Schaffst du es alleine bis zu einem Heiler? Eudorus ist tot. Ha? Gut gemacht. Er war die Schlange, oder? Unter uns gesagt, Bayek, es gibt vieles, das du noch nicht verstehst. Unter uns? Ich brauche Antworten. Erst muss ich dich auf die Probe stellen. Rette Damastes und bring mir die Schriftrolle. Dann weiß ich, ob du der Mann bist, den Aya mir beschrieben hat. Wo ist dieser Damastes? Er sollte an den Kais im Hafen. Oh nee. Ich kann nicht riskieren, dass jemand diese. Oh nee. Das. Sag jetzt nicht, dass. Natürlich. Na komm, dann machen wir es mal ganz anders, als wir es sonst immer gemacht hätten. Dann machen wir es mal so. Schubdi-schub, schubdi-du, schubdi-schubdi, schubdi-du, schubdi-du, schubdi-du. Nee, du sollst mich nicht mitnehmen, Junge. So, wo ist denn der Kunde? Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Bitte vergiss mich nicht. Oh, du blödes Boot. Zack. Weg. Weg ist er. Das ist so geil. Waffe griffen. Hä? Wir hatten. Jetzt kleine Frage, wie hat er mich gesehen? Ach ja, hier war es auf X, genau. Oh wow. So. Und tschüss. Auf Wiedersehen. Da haben wir den auch weg. Perfekt. So, bis jetzt ohne Fail. Kasi beschreit's nicht. Gütiger Amun, rette mich! Kasi, du weißt, was hier noch passiert. Du kennst dich. Hey, warte. Ich halte dich auf. Reiß dir die Eingeweide raus. Oh, fuck. Kasi, jetzt musst du dich anstrengen. Thank you.
Och nö. Komm. Da haben wir jetzt wenigstens den Ort hier erledigt, den wir hier erledigen wollten. Den wir in dem Part zuvor erledigen wollten. Und ja, jetzt haben wir es geschafft. Wuhu. Warte mal, hier waren doch irgendwo Schätze noch gewesen. Na komm, da beenden wir schnell die Mission. Los. Los, Bayek, wir holen uns den noch ab. Ich muss hier in meinem eigenen Dreck schlafen. Danke. Das war äußerst ungemütlich da drin. Du hast sie alle getötet. Bastarde, das hatten sie verdient. Bring mich in Sicherheit, dann reden wir. Muss ich dir jetzt hinterherrennen? Ernsthaft? Ach ja, das war... Jetzt kommt die Unlogik, die ich nicht verstehe in Assassin's Creed. Vor allem in diesen neueren. Wir verlassen das Gebiet. Gell? Jetzt passt auf, gleich kommt was, oder? Wie gesagt, so ein paar Meter von diesem Gebiet weg und dann bleiben sie stehen. Aber dieses Mal ist es nicht so, okay. Ich hätte sie alle selbst umgebracht. Aber der dumme Käfig war einfach zu stabil. Ja, bleib noch stehen. Es sind ja vielleicht keine Wachen unterwegs. Apollodoros hat mich geschickt. Gib mir die Schriftrolle. Schriftrolle? Ich habe keine Schriftrolle. Du solltest sie beschützen. Ich habe sie auf dem Schiff versteckt. Ich wollte nicht, dass sie in die falschen Hände fällt. Und wo ist das Schiff? Auf dem Grund des Sees. Sie haben es versenkt. Nun gut. Ich hole sie. Apollodoros wartet am Leuchtturm auf dich. Ich sag ihm, dass er dich beim gesunkenen Schiff findet. Ach, wir müssen dahin. Okay. Hoppsa. So, und bis... Genau, holen wir uns noch die Schriftrolle und das war's dann. Für heute. Apropos, das war's dann für heute. Ich will ja dann den Part so oder so dann beenden. Dann heute etwas rechtzeitiger beenden, weil es ist ziemlich spät. Ich gucke jetzt mal gerade auf meine Uhr und es ist früh um 3 und ja, ich habe übelste Schlafstörungen. Ich weiß nicht warum. Ich kann ewig nicht einschlafen und dann, wenn ich einschlafe, schlafe ich vielleicht, wenn es hochkommt, manchmal nur für 2-3 Minuten, für 2-3 Stunden. Und dann, ja, bin ich wieder Putzmunter. Ich weiß nicht, an was es liegt oder wieso das so ist. Es sind einfach komplette Schlafstörungen. Also ich hinterfrage schon meine Schlafstörungen gar nicht mehr. Also, der Part ist jetzt total mitten in der Nacht durch Schlafstörungen entstanden. Ja, und... Halo kommt zurzeit auch erstmal nicht, Halo 2 Anniversary, weil ich erstmal wieder gucken will, wo ich stehen geblieben bin. Weil, ja, Halo 2 Anniversary ist halt, hat Tschüssikowski gesagt. Hier ist ein kostbarer Papyrus. Gut gemacht, Bayek. Ich sehe, du bist ein fähiger Mann. Jemand, dem ich vielleicht vertrauen kann. Die Schriftrolle war für den römischen Feldherrn Pompeius gedacht, um Rom auf Kleopatras Seite zu ziehen. Sie wird dir sehr dankbar sein, dass dieser Schriftwechsel weiterhin geheim bleibt. Sie ist auf meinem Anwesen, zu dem wir jetzt erfahren. Wie passt Arya in diese Geschichte? Ihr Vetter Phanos erzählte mir, dass sie auf den Tod einer gewissen Beute aus war. Und wie das Schicksal so spielt, hatte auch ich Grund, diese Beute zu töten. Als Arya Erfolg hatte... schritt ich ein, um sie zu schützen. Wir sind dankbar. Und wir müssen dir danken, dass du Eodoros eliminiert hast. Er war ein abscheuliches Individuum. Ich sollte dir sagen, dass ich neben Eodoros auch den Philaketei von Alexandria getötet habe, Gennadius.
Gennadios. Ich bin sehr erfreut, dass er... Und jetzt will ich auch hier was Neues testen, und zwar ein neues Thumbnail. Dann auf jeden Fall, Leute, wenn euch dieser Part gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Däumchen nach oben da. Ein kleines Abo zur Unterstützung und ja. Darf ich fragen, warum du eh oder unten rechts könnt ihr meinen Kanal abonnieren, unten links seht ihr die Playlist von diesem Projekt und oben links seht ihr das letzte Video von diesem Projekt. Dann auf jeden Fall, ciao, bis zum nächsten Mal, euer Kasiman.